Hallo. Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind Anja und Ilan und bauen ein Tiny House auf Rädern und haben auch schon mehrmals erläutert, warum wir das tun, beziehungsweise was es mit diesem Projekt auf sich hat. Doch dahinter steckt noch viel, viel mehr und genau das möchten wir heute für uns als auch für euch zusammenfassen, nämlich warum wir uns ein Leben in einem Tiny House überhaupt vorstellen können und was wir uns davon erhoffen. Das, was wir uns mit diesem Tiny House erhoffen, ist die Unabhängigkeit einmal finanziell, einmal auch beruflich, die örtliche Flexibilität, das haben wir ja schon mehrmals jetzt angesprochen, aber auch die Versorgung, dass wir uns selbst versorgen können. Zu Beginn haben wir immer mal wieder mit einfließen lassen, warum ein Tiny House für uns im Moment das Traumhaus der Zukunft ist. Das liegt ganz einfach daran, weil es für uns in einem leistbaren Rahmen ist und wir einfach nicht ein Haus über 30 Jahre abbezahlen möchten. Das ist für uns zu langfristig gedacht und auch weil wir mobil bleiben wollten. Wir wissen noch nicht, wo es privat oder beruflich für uns hingeht. Wir sind sehr reisefreudig, möchten eigentlich noch was von der Welt sehen und die Möglichkeit haben, unser Haus wegen der Räder, mit den Rädern auch problemlos mitnehmen zu können, sofern wir das wollen. Wenn wir unsere Finanzen mehr für Dinge ausgeben, die uns wirklich wichtig sind, neben den Hobbys auch eben hochwertige Lebensmittel oder wenn es mal neue Klamotten sein sollen, die wir nicht secondhand kriegen können, dass sie dann wenigstens auch fair produziert sind. Wir können uns also ein bisschen Geld freiräumen für unsere Hobbys, für das, was wir in der Freizeit eben so machen möchten, vielleicht auch für die Familie und wir sparen uns eine Menge Zeit, zum einen, weil wir vielleicht dann irgendwann auch etwas weniger arbeiten müssen, um uns eben um unsere Kosten monatlich zu decken oder decken zu können. Und zum anderen, weil wir durch den geringeren Raum auch weniger putzen müssen. Das klingt jetzt banal, aber weniger aufräumen, weniger putzen, wenn alles seinen Platz hat. Ne? Vielleicht häufiger, aber es geht dann schneller. Also wahrscheinlich sieht man dann viel schneller, wenn was rumliegt oder es was dreckig wird. Aber es ist dann auch ganz schnell wieder aufgeräumt. Also wir sehen auf jeden Fall, was die Wartungsarbeiten in einem großen Haus für einen Hauseigentümer oder Hausbesitzer bedeutet. Wenn man einen großen Garten hat, den man zu pflegen hat, wenn man ein großes Haus hat, welches man pflegen muss. Es hat alles seinen Vor- und Nachteil. Klar. Und man entscheidet sich ja auch bewusst dafür und auch bewusst für diese Verantwortung. Aber wir möchten einfach das jetzt noch nicht für uns haben. Also einfach eine geringere Verbindlichkeit wünschen wir uns. Das ist eigentlich so das Ziel. Als nächstes haben wir den Punkt Ordnung. Auch das hängt mit dem Faktor Zeit zusammen und einfach eine bessere Übersicht. Im kleinen Raum hast du eine Art Grundordnung. Das erhoffen wir uns zumindest. Und mit Grundordnung meine ich, dass alles seinen Platz hat. Weil wenn das nicht so ist, kannst du nicht mehr laufen. Du kannst gar nichts mehr machen. Oder man hat irgendwie eine größere Toleranz in größeren Räumen. Zumindest unsere Erfahrung. Es gibt bestimmt auch Menschen, die mit Ordnung halten gar kein Problem haben und die einfach vielleicht auch so groß geworden sind, ihre Routinen haben und abends einfach alles clean ist, bevor man ins Bett geht. Wir versuchen das. In Phasen funktioniert das ganz gut, aber man verfällt dann doch wieder in seine alten Muster. Und ja, für uns ist es hilfreich, wenn jedes Teil seinen festen Platz hat und es räumlich gar nicht groß die Möglichkeiten gibt, die Dinge lange liegen zu lassen. Wir haben hier schon einmal aussortiert, ne? Was die Bücher anging oder die Dokumente, wir können euch auch das gerne nochmal verlinken. Stimmt, ja. Oder als wir unseren Kleiderschrank ausgemistet haben. Was wir bemerkt haben ist, und das wussten wir vorher tatsächlich nicht, diese Befreiung, die man spürt, wenn man sich von Dingen löst, die einen total belastet haben. Und das war ihm vorher nicht bewusst. Erst als wir uns davon tatsächlich getrennt hatten, haben wir diese Befreiung gespürt und das ging auch gleich in den Kopf. Unser Dozent damals, der hat immer noch gesagt, unser Studiengangsleiter, fangt erst an zu schreiben oder zu komponieren oder was auch immer zu tun, wenn alles aufräumt. Das erst aufräumen, dann habt ihr einen klaren Kopf und dann fangt an zu schreiben oder was auch immer die zu Ordnung tun. Im Raum schafft Ordnung im Kopf. Ja, das hat er gesagt. So. Als wir das dann durch hatten, haben wir schon gemerkt, okay, die Befreiung, Entlastung war auf jeden Fall zu spüren, sie war da und auch das findet man eigentlich in jeder Tiny House Geschichte. Jeder erzählt irgendwann davon, wie er seinen Kram losgeworden ist oder die Dinge verschenkt hat, die er eben nicht gebraucht hat. Als nächstes erhoffen wir uns, dass sich unser Lebensraum erweitert, also dass sich das Leben sogar noch mehr nach draußen verlagert, weil Wohnraum ist für uns nicht gleich Lebensraum. Das klingt jetzt ein bisschen nach Ikea, aber es ist eigentlich nicht. Gut, mit Hund
gehst du eben ein paar Mal am Tag raus. Ja, das schon, ja. Und der letzte Punkt ist das Bewusstsein. Wir erhoffen, dass durch den sehr komprimierten Wohnraum das Bewusstsein für andere Dinge wieder wächst. Dadurch, dass ich eben genau weiß, was ich habe, ich die einzelnen Dinge vielleicht nochmal ganz anders wertschätzen kann, weil ich eben nicht 20 Paar Schuhe habe, sondern nur 5. Jetzt als Beispiel. Und ich den Fokus auch wieder mehr auf mich selbst richten kann, dadurch, dass ich auch nicht durch alles, was mich umgibt, abgelenkt bin. Es vereinfacht das Leben auch gewissermaßen und es entlastet auch. Das Thema Ressourcen und Ressourcen sparen, das haben wir auch schon erwähnt. Ich denke, das wird sich auch nochmal verschärfen. Und durch diesen geringeren Bedarf heizen wir weniger. Wir verbrauchen sehr wahrscheinlich auch weniger Wasser, weil wir auch eine Trockentrenntoilette haben zum einen. Ja. Wir haben es aber auch schon von mehreren Tiny House Bewohnern und von mehreren Seiten gehört. Du verbrauchst einfach weniger Wasser. Und teilst dir den Strom anders ein. Also du hast einfach ein anderes Bewusstsein dafür, ressourcensparender zu denken. Und sich auch gerade im Konsumverhalten immer wieder die Frage stellen, brauche ich das wirklich? War das jetzt gerade eine spontane Idee, dass ich mir das eine oder andere kaufen will? Ja, weil ich habe keinen Platz. Ja, ist es nicht eigentlich überflüssig oder macht es mich nur kurzzeitig glücklich? Also ja, es wird hoffentlich nochmal mehr Einfluss auf das gesamte Bewusstsein haben. Einen Punkt haben wir vergessen. Welchen denn? Die Gemeinschaft oder das Zusammenleben. Ah. Ne? Wir wurden ja schon oft gefragt, wie wollt ihr das denn bitte machen? Zu zweit bzw. zweieinhalb plus vielleicht auch irgendwann mit Kind die in einem Tiny House. Die meistgestellte Frage. Ja, wie soll das bitte funktionieren? Das Schöne, was wir einfach sehen, ist, dass durch den geringen Raum, der zur Verfügung steht, man sich nicht lange aus dem Weg gehen kann. Also wenn wirklich einmal irgendwas aufkommt, dann kann man direkt darüber reden und ja, man sieht es auch. Man hat ein ganz anderes Gespür füreinander, man bekommt die Vibes besser mit. Also wir sehen es eher als Vorteil, sich auch miteinander mehr auseinanderzusetzen und haben da gar keine Zweifel. Also die Kommunikation ist wie immer die Basis und der Schlüssel, denken wir. Und natürlich auch das passende Ventil dazu, wenn man das mal benötigt. Ich brauche das hin und wieder mal, bei mir ist es die Musik oder mal Luft schnappen. Oder weiß ich nicht, mal ein Kissen schlagen oder so. Ich denke, dass wir alle nicht sehr einfach sind. Was wir auf jeden Fall oder was uns interessieren würde, ist, könnt ihr euch denn eigentlich vorstellen, auf kleinem Raum zu wohnen? Muss auch gar kein Tiny House sein. Kann auch eine Einzimmerwohnung sein oder einfach die räumliche Verkleinerung. Wir haben in vielen Videos schon mitbekommen, dass auch einige immer mal geschrieben haben, oh Gott, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre für uns total spannend. Und wir freuen uns auch auf eure Fragen. Wir möchten nämlich in der nächsten Woche eine Art Q&A bringen, also Questions and Answers. Und je mehr Fragen ihr stellt, desto mehr Antworten können wir euch geben. Also es kann Fragen sein zum Thema Tiny House oder zu uns, zu unserem Leben und zu diesem Projekt und warum wir das machen. Es muss auch nichts mit dem Tiny House zu tun haben. Muss es nicht. Wir nehmen alles mit auf und picken die coolsten Fragen raus und werden die euch dann in der kommenden Woche beantworten. Also unterlasst uns gerne einen Daumen an dieser Stelle und abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Damit unterstützt ihr uns natürlich sehr und das Glöckchen darf auch nicht fehlen. Wir freuen uns auf eure Fragen und sehen uns in einer Woche. Tschüss. Tschüss. One more time.